Hey Leute und herzlich willkommen hier auf Lindark und wir zocken weiter Bulletstorm. Ratzeputz, da ist der erste schon tot. Das geht hier wie's Brezelbacken. Nein. Nein, danke. Achtung. Daneben. In die Klöten. Damit du höher singen kannst. Tschüss. So, der nächste bitte. Und das wird ein Headshot. Ein Headshot für die Galerie. Bams. Kopfschuss. Knüppelknallhart. Achtung, der geht hoch. So, guten Flug, mein Bester. Ach, kommt her. So, Stinkebombe gezündet. Und adios. Komm, der nächste bitte. Alle raus hier aus meinem Bau. Wo sind sie denn? Was sind das für einer? Nö, 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 nö. So. Und die Luzi kann abgehen. Shit, ich wollte doch eigentlich das hier machen. So, lass knallen. Booms. Oh, oh. Geh weg. Achtung, der geht hoch, Baby. Geht er nicht? Warum gehst du nicht hoch, Mann? Mach dich nicht kleiner, als du bist. Geh hoch. So, jetzt auf seinen Schädel noch. Ich möchte ihm mal wieder den Helm runterziehen. So, schön die Hände unten lassen, grinsen und dann ist auch gleich dein Helmchen ab. Jetzt ist aber mal gut. Komm her, runter mit dem Deckel. Und jetzt kommt der Gnadenstoß. So muss das. Auf dem Amboss draufgedroschen. So, wir können los. Alles klar, dann gehen wir auch mal los. Ich bin dafür. Rein. Das ist ein verdammter Albtraum. Was für eine höllische Operation hat die Idioten hier unten eigentlich durchgeführt? Das ist kompliziert. Panzerglas, wir sind sicher. Eine sichere Zone einrichten. Ich will ja nicht nölen, aber wenn euer gesamtes Final Echo Squad diese Spinner nicht unter Kontrolle bekommen hat, seid ihr echt scheiße. Die Skulls und Creeps hatten wir im Griff. Aber sie sind bei weitem nicht das Schlimmste hier unten. Ach was, dann verrat uns doch, was hier unten das Schlimmste ist, Schwester. Wir nannten sie Burnouts. Sie sind komplett mutiert. Wenn wir einen sehen, wirst du es wissen. Na großartig, einfach fantastisch. Da kann ich mich ja glücklich schätzen. Burnouts? Oh. In diesen Dingen sind wir ein leichtes Ziel. Soll ein Crash überstehen. Bestimmt auch kugelsicher. Das hoffe ich. Ich empfange von überall okay. Aktivitäten. Kein Plan. Sind das diese Burnouts? Das war irgend sowas. Da, guck dich das an. Da hängt irgendwer dran. Ah, das sind sie anscheinend. Oh, oh. Okay, wir sind, das ist Panzerglas. Ich kann nicht durchholzen. Und wir fallen voll aufs Maul. Puh. Ob wir das überlebt haben? Ich vermute mal, ja. Okay, Akt 5, Kapitel 2. Und wie lösen wir dieses Problem? Ich zeige euch, wie die Antwort aussieht. Die Burnouts sind aber nicht so ganz gut gelaunt, oder? Wartet mal. So, das hat immer schon gut geklappt. Wartet, ich mach einfach hier die knallbunten Dinger. Weg mit dir. Wartet. So, also hier drauf, oder was? Oh oh. Oh oh. Mit einem Knüppelding. Jawoll, das klappt auch immer noch hier. Der Kaktus. Ein Hoch auf diesen Kaktus. Und der nächste bitte. Warte. Ich hab den Trick raus. So, der nächste bitte. Warte. Lass knacken. Also Feuer und Kakteen mögen die anscheinend nicht. Und da kommen schon die nächsten. Warte, ich helfe euch. Wie lange soll ich denn jetzt warten? Oh, ging doch schneller als gedacht. Und wieder zurück. Ab auf den Kaktus, ab auf den Kaktus. Ja. Warte, hier bin ich. Hahaha, zerstochert, aufgespießt, zerschnetzelt.
Frohe Jagd. Das Problem ist, irgendwann wird wahrscheinlich kein Kaktus da sein und dann habe ich das Nachsehen. Von daher hole ich mir erstmal hiervon noch ein bisschen was. Explosivmuni, denn die sollte das Problem auch lösen. Alles klar. Ihr wartet echt drauf, dass ich daran ziehe. Na gut. Die Tür ist im Arsch. Warte. Shit. Oh, allerdings shit. Fuck you. Okay, aber damit legt man sie auch nieder. Wie kann ich das Ding aufmachen? So, Jungs, kommt rein. Also entweder diese Punkte anschießen. Ich trinke erstmal Schlückchen, das ist das Wichtigste. Ich kann mir jetzt nichts Besseres vorstellen. So, bam. Besoffen. Oh, der kommt daneben geschlittert. Okay, der hat ja jetzt ganz, ganz viele Punkte. Das sehe ich da gar nicht. Alter, Kneipenschläge rein. Das sind meine Spezialität. Ah. Komm her. Oh. Auf einmal wart er weg. Was, hier kommt noch mehr? Wo denn? So, Lunte brennt. Fick dich. Ach, wie denn? Die feuern hier ordentlich durch. Hi. Boom. Ah, bitte, gleich der nächste. Oh, das war's. Boah, die Waffe ist echt geil hier. Die hat ordentlich Pfeffer unter der Haube. Jawoll, gestorben und noch ein Arschtritt. Hier. Du hast da einen Pickel. Ich hab ihn hier ausgetreten. Bisschen Muni für zwischendurch. Ja, ein Hubi. Okay. Ah, Kopf einziehen. Ich stehe gerade ungünstig. Huh. Das hätte ins Auge gehen können. Eieieiei. Eieieiei. Oh. Ist immer besser. Komm, geh hoch. Schnelle Reflexe ist das, was zählt, Alter. Verpiss dich. Runter mit dir. Oh Mann, hier rumst's ordentlich. Halt's Maul. Ein wildes Gekloppe hier. Bist du mal tot oder was? Also da runterschubsen, das ist wirklich am effektivsten. Das ist geil. Und... komm, komm, komm. Booms. Achtung, da fällt was auf den Deckel. Den nehme ich im... Volley. Und tschüss. Der nächste, bitte. Warte, ich gebe dir den Rest noch. Was machst du? Da ist dein Kollege. Hier bin ich. Komm schon. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Hier war doch noch irgendwo eine Kapsel, genau. Da holen wir uns mal wieder ein bisschen Explosivmuni. Zum einen das hier, aber das ist wirklich das Geilste. Zack, das machen wir mal voll. Und davon haben wir noch wieder. Rumsdibums, da geht es weiter. Nochmal aus lauter Zerstörungswut. Was ist eigentlich, wenn ich das hier kaputt mache? Dann müsste doch der Rest eigentlich auch runterfallen. Ah, tut's auch. Warte, ich helfe dir. Oh, oh. Hi! Wo kommst du her? Er hält aber lange durch hier. Geil, der fliegt ja schön rum. Achtung, flieg mal da rein. Aua. Lass das doch. Halt's Maul. Raus mit dir. Auf den Pickel. Achtung. Guten Flug mal besser. Ja. Das ist der nächste. Fick dich. Wums. Oh, oh, lalalalalala. Er explodiert. So, mein Bester, komm mal her. Ja, wie lösen wir das Problem? Das ist so gut, ich kann ihm gar nichts anhaben, oder? Mit einer kleinen Explosion im Schädel sollte das vielleicht helfen.
Hilft nix. Ich trete den einfach in die Rotorblätter, oder? Das wäre doch mal gut. Und... Oh! Scheiße, Mann. Jetzt. Ja! Hackfleisch. Yeah. Huh. Okay. Für so einen kleinen Zwischenboss gar nicht übel. Gar nicht übel. Und die Lösung war relativ simpel. Oh oh. Mann, ist das Ding mies gebaut. Hier bricht alles zusammen. Wir haben doch eigentlich noch eine offene Rechnung, oder? Was Großes. Hast du vielleicht eine Ahnung, Trishka? Hab eine Vermutung. Hoffe nur, ich irre mich. Ich hoffe auch, du irrst dich. So, nochmal Muni auf. Stocken. Hier haben wir... Na gut, hier nehmen wir mal zwei. Und hier nehme ich auch noch mal ein bisschen was mit. Das sollte genügen. Ganz am Anfang, da waren wir in dieser Höhle und haben diese Eier zerstört. Und da kam irgend so ein komisches Vieh raus und hat uns verfolgt. Man konnte es nicht ganz sehen durch den Schutt. Und ich hoffe, das Vieh werden wir noch mal wiedersehen, denn das war riesengroß. Und das war gut. Okay, aber es geht ja weiter im fünften Akt, Kapitel 3. Ein wenig aufgewühlt. Und anscheinend sind wir noch auf der Jagd nach ihm hier im Bilde, dem Captain, für den wir einst mal gekämpft haben, der uns aber beschissen hat. Dieses Drecksschwein. Den internen Berechnungen nach sind unsere Überlebenschancen äußerst gering. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Das stimmt. Oh oh, wir hängen fest, Leute, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. So, zurücktreten, Lady Terminator. Yeah. So, was für ein Zufall. Der Zwischenstock, wir sind angekommen. Klettern. Und wieder rechts und links. Da haben wir ja wieder die bemühte Feindseligkeit. Sie wirkt ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super, klasse. Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Hallo, das ist doch nicht die Hölle. Das ist der Himmel. Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Ganz easy. Mhm. Halten. Wenn man vom Teufel spricht. Die schießen auf die Kapsel. Wir sollten uns beeilen. Die Kapsel, die brauche ich jetzt nicht. Wir haben erst eben was gekauft. Oh, oh. Ah, wartet mal, wenn der hochkommt. Auf den Sack, Mann. Auf den Sack. Hi. Geh mal wieder runter. Und guten Flug, mein Bester. Warte, da geht's lang. Warte, wo bist du denn? Machst du denn? Mach dich nicht kleiner, als du bist. Da dagegen, bitte. Da dagegen. Ja. Zwar nur der Arm, aber es hat gereicht, um ihn auszuknipsen. Oh. Bam. Wartet, wartet. Lasst mir welche übrig. Lasst mir schön mittig und dann bam. Der lebt immer noch. Der lebt noch. Gibt's denn sowas? Auf den Sack. Beeilung, wir sind fast da. Trishka, warte. Ja, verdammt. Hilf mir runter. Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf. Du lässt den Computer gewinnen. Ja. Los! Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt, Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn zu töten, dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboterarsch. Komm schon, Kleine. Bleib bei mir. Du brauchst dringend ein Pfefferminz. Ich hab gehört. Du hast das alles.
Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat, ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach, ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten, politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einer. Der Mann hieß Novak. Schwachsinn! Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn? Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt. Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen. Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak? Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst, reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Unterhalten wir uns mal mit dem General. Bin ich auch der Meinung, dass wir uns mal mit dem unterhalten sollen. Naja, wenigstens haben wir zwischen uns die Streitigkeiten so ein bisschen geklärt. Die Karten liegen offen. Und jetzt sind wir nur noch mit der heißen, scharfen Schnitte hier unterwegs. Und unser Robo-Freund, der geht seinen eigenen Zielen nach. Alles klar. Klettern. Klettern ist immer gut. Mann, 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 aber wir haben eindeutig Dreck am Stecken. Wir haben den falschen Leuten getraut. Links. Uiuiuiui. Hoffentlich landet man nicht auf irgendeinem Mist. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Ja, so kommt man auch viel schneller runter. Okay. Ich hab's nicht so mit dem Folgen. Super. Ein alter Hund lernt eben keine neuen Tricks mehr. So alt bin ich gar nicht. Ja, aber das mit dem Hund passt. Mann, 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 aber unsere Funzel bringt doch eigentlich so gar nichts, oder? Das ist ja wirklich ein Witz. Da ist doch ihre tausendmal besser. Okay, wir müssen hier lang. Sie lässt uns nicht da hinten einmal ganz kurz gucken. Ich hätte ja gerne mal hingeguckt. Vielleicht ist irgendein Secret. Ist das Angst in deiner Stimme, Prinzessin? Nein. Nein, verdammt. Oh, hier knarzt alles. Ich habe das Gefühl, die Rohre kommt gleich runter. Wir sollten hier schleunigst raus. Schleunigst? Als Maulmann. Auf seinen Arm, Mann. Okay, dieses Zusammengeziehe von den Gegnern. Oh, was für ein Gestank. Ja, und es wird immer schlimmer, je weiter wir kommen. Halten. Gott verdammt. Was ist das? Sieh dir das an. Was ist das denn? Ein Fütterungsgelände der Burnouts. Hä? Ach so, hier liegen wahrscheinlich in der amerikanischen Version Leichen rum oder irgend sowas. Oder irgendwas Ekliges. Kein Plan. Zumindest liegt das nicht bei uns. Bei uns liegt das hier nicht rum. Das ist auch gut so. Igitt. Mann, wir müssen ja schleunigst raus. Hi. Komm mal her. Drecksschwein. Kommst du mal? Ich warte den ganzen Tag auf dich. Checkpoint. Checky, checky, checky point. Rein da. Was zum? Ich weiß nicht, was zum. Was ist das? Wo zur Hölle sind wir hier? Es riecht ein bisschen muffig. Hier. Halten. Oh! Okay. Haha, du dämlicher Drecksschweinehund. Okay, ich glaube, wir müssen ihn in die Plörre. Ist der dämlich. Der fällt jetzt nicht da rein, oder? Oh, ne, ich dachte, wir müssten ihn reinkicken.
Oh Mann, ist der blöd. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Warum gerade jetzt? Oh nee, ist der dämlich. Ah, das war ein richtig geiler Slapstick-Humor hier. Fand ich richtig gut. In dem Spiel hätten sie auch so ein paar Anspielungen machen können auf Serious Sam oder Duke Nukem. Vielleicht sind die auch drin, ich habe sie nur nicht erkannt. Das kann durchaus sein. Das war's jetzt hier, oder was? Oh, nee. War aber geil, hat mir gefallen. Hat mir echt gefallen. Okay, in die Hocke. Frische Luft. Wir sind fast draußen. Ich dachte schon, riechst du das? Hast du einen fahren lassen, oder wie? Und wir sind draußen. Missionsziele. Finde deinen Weg zurück an die Oberfläche. Das haben wir gemacht, gern geschehen. Dankeschön. Das höre ich oft von Frauen. Na gut, Leute, das Ding hat abgespeichert. Das Ding, das Spiel natürlich, mein Rechner. Und der Part ist vorbei. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal hier auf Lindark wieder. Mit Bulletstorm. Haut rein, ich bin der Firlefanz. Tschüss.